Also Halle, ich wollte fragen, also eigentlich, was hat dich jetzt dazu veranlasst? Du bist jetzt im dritten Tag im Hungerstreik. Was hat dich dazu konkret jetzt veranlasst? Wie ist die Situation im Betrieb und so weiter? Zuerst, ich vorstelle mich, mein Name ist Kimses Mesut. Ich bin ein Rheinmetall-MAN-Mitarbeiter. Ich bin beschäftigt im Firma seit 7 Jahren und seit 1,5 Jahren ich bin Betriebsrat. In letzter Zeit unsere Firma hat die Kündigungsmaßnahme entgegengenommen und möchte verlassen ca. 150 Leute. Er möchte schicken auf die Straße. Am Anfang, ich habe meine Position dagegen. Ich bin gewählt für verteidigen die Belegschaft. Und in erster Reihe, ich habe eine Linie gemacht. Ich habe gedacht, was kann ich machen zum Verhindern der Kündigung. Ich habe auch eine Förderung. Ich möchte statt Kündigung, wir können Kurzarbeit gehen. So, wir haben die letzten 2 Monate gemacht. Zweitens, in unserer Firma natürlich die Belegschaft hat nicht eine hohe bewusst, politisch oder Klasse. Ich habe gedacht, was kann ich machen zum Verteidigen? Und ich habe gefunden, diese Form zum Protestieren. Die Leute am ersten schockiert, entsetzt und überrascht. Eine Betriebsrat, jede Betriebsrat hat einen Kündigungsschutz, aber ich trotzdem, ich möchte die Kündigung verhindern. Die sind schockiert, aber sie sind auch sehr, das freut die Belegschaft. Ich probiere mit meiner Philosophie, wer probiert, kann verlieren. Aber wer hat nicht probiert, schon verloren. Ganz genau, wer kämpft, kann gewinnen, wer nicht kämpft, hat schon verloren, wie ich gleich gesagt habe. Ja, und wie ist so die Stimmung im Betrieb? Gibt es halt Unterstützung und wie verhalten sich eben auch die anderen Betriebsräte dazu? Die Mitarbeiterseite am Ende des Tages, die Mitarbeiter kommt mit Besuchen, begrüßt und wünscht Erfolg. Aber ihr habt nicht teilgenommen, weil jeder hat Angst, schon die Liste, seinen Namen zu finden. Die Liste sind noch nicht namentlich bekannt gegeben. Deswegen unsere Belegschaft bleibt ein bisschen fern. Aber ich verstehe, das ist verständlich. Andere Seite, die neuen Betriebsräte, im Prinzip sind gegen die Kündigung. Aber ich sehe überhaupt nicht irgendwas gegen diese Kündigung untergenommen. Mündlich sagt, ja, wir sind gegen die Kündigung. Aber praktisch. Und die Gewerkschaft ist bis jetzt auch noch nicht irgendwie involviert? Oder von meinem Unglück, die Gewerkschaft Kollege Süd, auch ist an meine Vorsitzende Betriebsrat. Meine Betriebsrat Vorsitzende ist das gleiche Gewerkschaft Vorsitzende. Ich habe mehrere Mal ihn gefragt. Die Geschäftsführung hat einen Plan erstellt. Ab Dezember ermöglicht er die Kündigung. Am Anfang 300 und jetzt 150. Ich wollte natürlich einen Plan haben zum Verteidigen unserer Belegschaft. Aber unsere Gewerkschaftsvorsitzende, beiderseitig meine Vorsitzende, bis jetzt hat immer gesagt, wenn gibt es nicht offiziell eine Kündigungserklärung, ich kann nicht unternehmen. Das ist ein bisschen Opportunismus, aber die Wahrheit ist so. Und am Freitag ist ja die Betriebsversammlung. Was erwartest du? Ist die Stimmung so, dass es auch vielleicht Proteste geben könnte oder dass mal angeschnitten und diskutiert wird? Mit der Geschäftsführung. Arbeiter und Angestellte zusammen mit Bergen rein. Am ersten Reihe, Geschäftsführung wird erklären, wie ist unsere Lage. Und die meisten Leute wird nur hören. Aber das ist eine
extraordinaire situation. Die Leute, die Belegschaft, haben protestieren. Aber sowieso, ich werde teilnehmen. Ich werde meine Worte auch zum Sagen in der Kürzung. Und wir vom Funke würden das halt auch gern, würden auf jeden Fall weiter unterstützen, wir Solidarität zeigen. Und in welcher Form kann das noch passieren, glaubst du, können wir Solidarität noch zeigen? Ihre Präsenz, Ihr Besuch ist auch eine Art der Solidarität für mich. Ich danke euch, ja, also wir sind hier gekommen. Solidarität heißt ein bisschen Widerstand und nicht alleine, aber zusammen, nicht gegen die in einer Firma, aber gegen das System. Wenn Sie sind Ihre Seite gegen das System, Kapitalismus und hier auch von der Belegschaftsseite, wir können zusammen solidarisieren und kämpfen. Ja, dann danke fürs Interview und auf jeden Fall noch viel Erfolg und vielleicht sieht man sich noch bei weiteren Protestkundgebungen. Okay.